So meine Lieben, wir haben heute so ein ganz kleines Jubiläum, wir haben den 150. Vortrag. Also wir sind schon ein bisschen weitergekommen und ich begrüße euch dazu mit dem 48. Wochenspruch. Im Lichte, das aus Weltenhöhen der Seele machtvoll fließen will, erscheine lösend Seelenrätsel des Weltendenkens Sicherheit. Versammeln seiner Strahlen Macht im Menschenherzen Liebe weckend. Also, was ist dieser 48. Wochenspruch? Es ist jetzt das Gegenbild eigentlich in gewisser Weise zu dem Wochenspruch der vorigen Woche zum 47. Da ging es also sehr stark darum, dass also draußen in der Sinneswelt, im Sinnenschein, in der Sinnenwelt Werdelust erwacht. Und dass diese Werdelust, die uns von außen entgegenkommt, und die spürt man jetzt wirklich schon ein bisschen in der Natur draußen, schon eigentlich recht stark sogar, also es tut sich etwas da draußen. Und wir bringen entgegen unseres Denkens Kraft. Das war das, das Thema des 47. Wochenspruchs, dass wir unsere Denkkräfte. Die kräftig mir im Inneren, also uns im Inneren leben, dass wir die entgegenbringen, dem, was draußen an Werdelust sich abspielt in der, in der Natur. Und jetzt kommt die andere Seite, jetzt kommt uns äh, aus, dem, aus der Welt draußen, aus dem Lichte, das aus Weltenhöhen in unsere Seele fließen will, kommt uns entgegen des Weltendenkens Sicherheit. Also wir haben einerseits unser Eigendenken und wir haben andererseits das Weltendenken, das uns entgegenkommt. Und, und auch das ist so eine wichtige Begegnung immer wieder. Das Eigendenken begegnet dem Weltendenken draußen. Und sie, sie befruchten einander in Wahrheit gegenseitig, weil wir, vor allem wenn wir in einem lebendigen, kreativen, schöpferischen Denken drinnen sind, ja auch. Das Weltendenken befruchten. Aber umgekehrt muss man sagen, viel mehr Früchte holen wir natürlich von draußen, weil in dem Weltendenken liegen die, die Früchte ja, der ganzen planetarischen Entwicklungsstufen drinnen, die wir schon durchgemacht haben. Und, und dadurch ist, ist ein reiches Weltendenken um uns herum eigentlich da in der ganzen Natur, in, in jedem kleinsten Detail, in jedem Steinchen, in jedem Blümchen. In jedem Tierchen drinnen äh, wirkt gestaltend Welten-Denken irgendwo drinnen. Und wenn wir aus unserem schöpferischen Denken die Welt umgestalten wollen, dann geht es ja sehr darum, dass wir aber auch wahrnehmen, ja, was kommt mir denn da entgegen? Weil ich muss das kennen, was ich umgestalte, was ich weitergestalte. Also, wir gestalten ja nicht in ein Nichts hinein. Wir bringen zwar aus dem Nichts heraus einen neuen schöpferischen Impuls, aber wir treffen auf eine Welt, die bereits vorhanden ist. Und wenn wir die nicht richtig kennen, dann wird der Impuls ganz daneben gehen können. Also, wir müssen schauen, dass wir das, was vorhanden ist, umgestalten zunächst einmal. Weil. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, wir wollen jetzt die ganze Welt ins Nichts führen und dann bauen wir sie halt neu auf. Also da, da, da wären wir überfordert. Also es geht, das, das können wir tun oder sollen wir auch tun, mit, Schritt für Schritt mit unserem eigenen Seelischen. Da geht es darum, wirklich Schritt für Schritt etwas, was verdorben ist durch die Widersacher, eben nicht nur auszulagern, sondern wirklich zu vernichten. Also das heißt, ins Nichts hineinzuführen und stattdessen eine neue, bessere seelische Kraft aus dem Nichts heraus zu schöpfen. Das, das ist der Weg, der, der seit dem Erdenleben des, des Christus, seit dem Mysterium des Golgatha im Prinzip möglich ist. Vorher nicht möglich war. Aber seit der Zeit möglich ist, haben, also haben wir die Kraft, etwas auch im wahrsten Sinne des Wortes zu vernichten. Das heißt nicht nur einfach was zerstören, sondern das heißt etwas, was schädlich ist in der Welt, was schädlich geworden ist, weil wir den Widersachern zu sehr gefolgt sind, was aber in gewisser Weise auch unausweichlich war. Also, äh, aber aber doch dadurch wurde etwas ursprünglich Gutes verdorben und nur wir selbst können es letztlich auflösen. Also Gott, das sind also namentlich die ganzen Verfehlungen, die in unserem Karma drinnen liegen. Und äh, die kann aber diese... Und, und konkret sind diese Verfehlungen, manifestieren sich drinnen, dass im, in der Seelenwelt, im, zunächst einmal in unserem seelischen, aber nach dem Tod, lagern wir ja eigentlich dieses... dieses verdorbene seelische Auswahl, mit dem können wir gar nicht sehr hoch hinaufsteigen. Also, <laughs> wir lagern es im Bereich der Mondensphäre oder des Kamaloka ab irgendwo und nehmen es dann bei, bei unserer nächsten Inkarnation wieder auf, um daran arbeiten zu können, das zu verwandeln, aber im Sinne des wirklichen Vernichtens des Negativen. Und ich betone das, das ganz, ganz bewusst. Also das, das Geistige, der Geist hat immer und braucht es auch, beide Kräfte. Es kann aus dem Nichts heraus schaffen, das Geistige. Es kann aber auch in das Nichts wieder zurückführen. Und das ist der ganz normale Prozess, der ja auch in der Weltentwicklung immer da ist, weil... Auch wenn wir angenommen angefangen haben mit dem alten Saturn, dann ist das eine Schöpfung, die aus dem Nichts heraus entstanden ist. Also die erste kosmische Verkörperungsstufe, durch die wir durchgegangen sind. Aber nachdem diese Entwicklung des alten Saturn durch diese vielen, vielen Entwicklungsstufen durchgegangen, ist. Also da gibt es die, die sieben großen Lebensstufen, die sie wieder in sieben, jede davon in sieben Formstufen untergliedert und dann gibt es noch feinere Untergliederungen. Also eigentlich ist das ja eine wahnsinnig komplizierte Entwicklung, die da stattfindet. Aber am Ende muss das Ganze in dem Sinne wieder vernichtet werden. Das also alles davon, was... Äußere Erscheinung ist, aber auch was Ätherisches davon ist, was Astralisches davon ist, ja, selbst, selbst das niedere Geistige, also das heißt, die geformten Gedanken, das muss alles aufgelöst werden, ja, selbst die Gedankenkeime, die dem alten Saturn zugrunde liegen, müssen vernichtet werden und dann geht dieser alte Saturn in einen, ganz, ganz hohen geistigen Zustand über, der liegt also über, über dem, was wir im engeren Sinne als die geistige Welt bezeichnen noch. Also da gehen wir hinauf bis in den Bereich des Nirvana-Planes. Nirvana, das, das Wort ja, ist ja sehr interessant, man könnte es im, im Deutschen übersetzen mit dem Nicht weinen. Also von dem, was in Nirvana ist, kann ich eigentlich nichts wähnen, weil es ist bereits eine Welt, die auch nicht einmal mehr im allerübertragensten Sinn irgendwas Gegenständliches hat. Man kann eigentlich nicht sagen, dort existiert etwas, sondern es ist dort wirklich die Quelle der Schaffenskraft, aus der alles, was existiert, geschaffen wird. Aber die, die Quelle selber. Hat nicht den Charakter von etwas, was ich in irgendeiner Form als etwas Vorhandenes bezeichnen kann. Also daher kann man sagen, und jetzt werden die Atheisten jubilieren: Gott existiert nicht. Mit Sicherheit nicht. Unser Ich existiert nicht. Weil es sich eigentlich auch immer wieder, in jedem Moment, ununterbrochen, ohne dass wir das halt bewusst noch wirklich mitkriegen, Genau aus dieser höchsten Quelle heraus schafft und im nächsten Moment schon wieder zurückgeht. Und das geht ununterbrochen. Ununterbrochen. Das heißt, das Ich hat keine Existenz in diesem Sinne. Es hat nichts, was in einem äußeren Sinne beständig wäre. Beständig bleibt nur dieses immer wieder neu schaffen, auflösen, neu schaffen, auflösen. Daher. Immer wieder dieses Bild auch des Phönix, der aus der eigenen Asche hervorsteigt. Also, es muss alles, äh, kommt aus dem Nichts heraus, entsteht, bildet die prächtigste Erscheinung und im Höhepunkt dieser Erscheinung beginnt es bereits wieder aufzuflammen, zu verbrennen, zu einer Asche, die letztlich aber zu nichts zerfällt. Also nicht einmal die Asche bleibt in Wahrheit über, sondern die Asche zerfällt ins Nichts hinein. Und aus dem entsteht es wieder neu. Im ganz Kleinen, im wirklich mikroskopisch Kleinen, liegt das der Materie zugrunde. Dort, wo wir hineingehen in die Welt, die noch kleiner ist als die Atome oder was die Physiker heute halt nennen, die Elementarteilchen, die das Atom aufbauen, woraus bestehen sie? Aus nichts, in Wahrheit. Sie kommen immer wieder mit einem bestimmten Charakter herein, aber sie sind eigentlich keine, keine gegenständlichen Objekte. Das, das fängt erst ein bisschen an, wenn ein paar so Elementarteilchen zusammenkommen und dann mit einer bestimmten Geistigkeit versehen die räumliche Erscheinung oder annähernd räumliche Erscheinung eines Atoms bilden. Das ist schon, schon ein sehr, sehr komplexes Gebilde in Wahrheit. Aber alles, was darunter ist, existiert in dem Sinn nicht und trotzdem trägt es die ganze Welt, auf die er klopfen kann und wo ich zum Glück darauf sitzen kann. Aber darunter ist eigentlich ein Brodeln des Nichts aus dem Ununterbrochen, was hervorquillt und wieder verschwindet und hervorquillt und verschwindet. Es ist nicht zu fassen, nicht zu erhaschen eigentlich. Und äh, daher auch noch ein Nachsatz dazu. Sehr interessant, eigentlich heute die Zeit, in der wir leben, wo, wo gerade die Zeit auch des Materialismus ist und wo die Physik an die Grenze gekommen ist, zu erkennen, dass das aber ein Nichts ist in gewisser Weise. Ein Nichts, das mit ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten immer wieder herauskommt, aber im Grunde nicht zu fassen ist. Und. Also, dieses Vernichten und das Wiedererstehen. Und wir brauchen also jetzt diese Kraft aus dem Nichts zu schöpfen, um das, was geschaffen ist und was eigentlich im Untergrund auch das Nichts hat. Also, eigentlich von ganz oben kommt, kommt, kommt es aus dem Nichts und ganz unten in der Tiefe liegt ihm auch das Nichts zugrunde. Aber nehmt das Wort in seiner höchsten Bedeutung. Nicht umsonst, im Deutschen ist es halt so schön, dass im Wort Nicht auch das Ich drinnen liegt. Immer wieder das Ding. Und das T am Ende ist auch noch sehr schön, weil das ist immer wieder der, der Einschlag des Geistes. Es ist eigentlich das Nichts, in dem aber das Ich lebt und das schlägt ein und dadurch entsteht eine Erscheinung in der Seelenwelt. Ja, in der, in der geistigen Welt, also in der Gedankenwelt, wenn man so will, in der Seelenwelt, in der Ätherwelt, in der physischen Welt. Dadurch entsteht eine Erscheinung und verschwindet wieder. Geht wieder ins Nichts hinein. Und das immer wieder. Also, das ist auch wichtig. Ich betone das deswegen so, weil wir das letzte Mal sehr viel auch von. Ja, eigentlich kriegerischen Dingen gesprochen haben. Wir haben gesprochen also davon eben zur Zeit des Pineas, also das ist auch noch die Zeit des, des Moses irgendwo und des Aaron seines Bruders. Der Pineas war ein Enkel von, von Aaron und wurde dann später der, der, der führende Priester, der hohe Priester sozusagen. Und warum wurde er es? Weil er im Grunde die Medianiter vernichtet hat. Ist ihm äußerlich historisch gesehen äußerlich sicher nicht ganz gelungen und, und um das geht es im, im Kern auch gar nicht. Im Kern ist es ein Bild für einen geistigen Vorgang. Und da geht es genau darum, dass in diesen, bei diesen Medianitern äh, alte Kräfte drinnen vorherrschen, die mit denen das Ich eigentlich nichts anfangen kann, also die nicht förderlich werdende Entwicklung des freien Ichs, diese Kräfte müssen vernichtet werden. Um das geht es im Kern. Und äh, man muss diese ganzen Schilderungen im, im Alten Testament wirklich zweigleisig lesen. Es ist einerseits, im Kern geht es um einen geistigen Prozess. Um einen geistigen Prozess, wo alte Kräfte vernichtet werden müssen, um neue herauszubringen. Und das ist ein Prozess, der uns heute in unserem Ich ganz stark betrifft. Und wir müssen das eigentlich immer, immer bewusster tun. Und nur Nachsatz ist natürlich, bis jetzt, bis zum heutigen Tage, lebt sich dieser, dieses Grundprinzip, dass, dass der Welt eigentlich. Dass die Welt baut und immer wieder erneuert äh, in der menschlichen Gemeinschaft auch äußerlich aus, im Sinne von halt äußeren kriegerischen, zerstörerischen Auseinandersetzungen, die da sind. Und wir leben allerdings jetzt schon seit 2000 Jahren in der Zeit des Christentums, in dem Sinne, dass der Christus also das Mysterium von Golgatha vollbracht hat. Und ein großer Kern also dieses Mysteriums von Golgatha dessen was der Christus gebracht hat ist dass es wirklich darum geht diesen Prozess ganz zu verinnerlichen und ihn nicht nach außen hin abzuladen. Viel merkt man noch nicht davon in der Welt. Nicht, weil es gibt nur immer genug Kriege, wir sind mitten im dritten Weltkrieg drin, also im Grunde ist der zweite Weltkrieg nahtlos in den dritten Weltkrieg übergegangen. Und und äh, manchmal sind halt größere Konflikte, die herauskommen. Manche, manchmal ist es zwischendurch das stillere Sterben, das passiert, von dem man heute halt vielleicht nur zwei drei Tage Notiz nimmt und dann ist es wieder vorbei, weil es halt alles weit weg passiert von uns. Aber es, es, es passiert also in, in, in großem Maße. Und es wird keine andere Lösung für diese Konflikte geben, als wenn wir lernen, diesen Konflikt in uns selbst auszutragen. Also in dem Sinne, dass wir erkennen, im Grunde alles primär, mal, was in unserem Seelischen lebt, bedarf einer beständigen Erneuerung in, in einer besonders starken Art dort, wo es halt durch die Widersacher ergriffen ist. Aber im Grunde ist es so, also gerade bei Menschen so, äh, seelisches, das vor drei Jahren vielleicht noch gut war, ist dann schon hinderlich geworden und muss überwunden werden. Also das heißt, wenn wir an unserem Geist selbst arbeiten, und das, das sollte jetzt schon mit der Fall sein, wenn wir, wir stehen im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Die große Kulturepoche für die Entwicklung des Geistes selbst ist erst die nächste, aber wir müssen jetzt eigentlich schon anfangen, wenn wir dorthin kommen wollen, überhaupt. Wir müssen es vorbereiten. Also die Entwicklung des Geistes selbst kann man nicht vertagen bis, bis dorthin. In, in Wahrheit wurde es durch höhere Wesenheiten schon vorbereitet, irgendwo, also uns eine Hilfestellung gegeben, sodass zumindest führende geistige Persönlichkeiten eine Art Geist selbst sich erworben haben, also diese Kräfte zur Verfügung hatten, die sie allerdings noch nicht selber geschaffen haben, sondern die ihnen verliehen wurden von oben. Und erst eben seit dem Mysterium von Golgatha ist es möglich, wirklich aus eigenem daran zu arbeiten und damit auch das, selbst bei den hohen Eingeweihten, was sie bekommen haben, um ihre Aufgabe in der Welt erfüllen zu können, sie müssen es alles sich erst zu eigen machen, in einer gewissen Weise. Und sie müssen es, und das betrifft aber letztlich uns alle, weil die, die großen Eingeweihten sind die, die heute halt vorausgehen, aber, aber sie gehen uns voraus, damit wir diesen Weg... In gewisser Weise nachgehen, aber auf unsere individuelle Weise. Ich meine, wir alle gehen dorthin, dass wir uns vorbereiten, darauf als nächsten Schritt einmal irgendwann in der geistigen Welt auch ohne unseren Körper existieren zu können. Und darauf ist, ist, ist zunächst einmal zielt die Einweihung ab, also das, das vorzubereiten und, und zu leben in einer Beziehung zur äußeren Welt, aber eben auch zugleich zur geistigen Welt. Und das wird so kommen, wenn wir dann einmal wirklich nicht mehr verkörpert sind auf Erden. Und ihr, ihr wisst, wir haben oft darüber gesprochen schon, dass die Zukunft nicht so, so fern von uns liegt. Das sind einige Jahrtausende im Grunde, also das ist eine kurze Zeit. Dann wird es zumindest also für eine gewisse Zahl von Menschen so weit sein, dass sie sich nicht mehr verkörpern müssen. Und zwar warum nicht? Weil sie ihre irdischen Karmabäckchen aufgelöst haben. Das ist die Voraussetzung dafür. Solange sie das nicht haben, können sie sich nicht lösen von der Erde. Nämlich von der, und, und auch nicht von dem vor allem nicht von ihrem Körper. Von der Erde werden wir uns erst später lösen, aber wir werden halt nicht mehr in verkörperter Form darauf herumspazieren, sondern wir werden, ja, sagen wir mal, aus dem Erdenumkreis gestaltend mitwirken. Wir werden so wirken, in einer gewissen Weise, wie, wie wir auch wirken jetzt im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Es wird, den Tod dann nicht mehr geben, sondern es wird ein Leben in der geistigen Welt geben, der, die, der auch einen ein Leben, das auch einen gewissen Rhythmus hat. Also, wir werden auch einen Pendelschlag schon drinnen haben, wo wir aufsteigen zu höheren, viel erdenferneren Sphären, um uns von dort geistige Kräfte zu holen. Und dann halt wieder in eine erdennähere Sphäre zu kommen und diese Kräfte einzusetzen, um die Erde in ihrer Entwicklung weiterzubringen. Und weil wir haben dann ja eine ganz große Aufgabe damit, äh, noch zu erfüllen, eben auch die anderen Wesen, die wir aus uns herausgesetzt haben, in diese Vergeistigung hineinzuführen. Aus eigener Kraft können sie es nicht. Das können nicht die Tiere, das können nicht die Pflanzen, das können nicht die Mineralien. Und, und, äh, es wird sehr wichtig werden, unser Beitrag dabei, wie wir an der Vergeistigung dieser, dieser Naturreiche auch mitwirken. Und die Vorbereitung dazu, und diese Vorbereitung ist offensichtlich sehr, sehr dringend, weil wir haben nur mehr ein paar Jahrtausende und bis zu diesen paar Jahrtausenden müssen wir im Grunde, wenn es optimal funktioniert, alle Naturreiche umgestaltet haben. Bis ins kleinste Stäubchen. Alle. Alle. Also wir sollten eigentlich nicht mehr träumen von einer Natur, wie sie war in der Vergangenheit, sondern die Perspektive ausrichten auf eine Welt, die höher ist als das. Die Befreit ist auch dann von dem ganzen Einschlag der Widersacher drinnen, so weit als möglich. Weil alles das, wo es nicht gelingt, das zu befreien von dem Einschlag der, Nieder der Widersacher, Niedersacher wollte ich schon sagen, <laughs> passt, passt auch irgendwie. Aber es geht ja im Endeffekt um nichts anderes, als eine ganz neue Welt vorzubereiten. Das ist das neue Jerusalem, von dem der Rede ist in der Apokalypse oder was Rudolf Steiner auch aus bestimmten Gründen den neuen Jupiter nennt. Aber da geht es um eine neue Welt, an deren wesentlichen Zügen wir mitzuarbeiten. Und wir haben natürlich alle Unterstützung dabei, die wir uns nur wünschen können, aber die Richtung, wo es hingeht, die bestimmen wir. Was wir versäumen, wird dieser Welt fehlen und was wir aus unserer Kreativität herausbringen, das wird sie haben. Und die wichtigste Ingredienz, äh, wichtigste Ingredienz, ja, die wir hineinbringen müssen, ist die Liebe, weil die Liebe ist die Quelle des Schöpferischen. Liebe heißt, sich verschenken können. Und so verschenken können, dass daraus wirklich etwas in der Welt entsteht. Also die göttliche Liebe im größten Sinn ist die, dass sich Gott verschenkt und dadurch überhaupt die Schöpfung entstehen konnte. Und zwar vom alten Saturn an bis, bis über die alte Sonne, über den alten Mond, bis in unsere Erdentwicklung hinein. Das ist ein Sich-Verschenken. Nur aus dem heraus kommt es. Und das ist, ist, sollte jetzt für heute, habe ich immer vorgenommen, das Thema werden. Ich sagte zwar das letzte Mal, wir werden uns jetzt sehr intensiv mit dem Elias beschäftigen. Aber ich denke, wir müssen nur einen Einschub machen, uns mit dem Thema der Liebe intensiver zu beschäftigen. Und eben auch mit dem Thema, was ich jetzt schon angesprochen habe, mit dem Aus dem Nichts heraus schaffen. Aber auch in das Nichts zurückwerfen, also das Vernichten und damit auch ein Verständnis dafür zu bekommen, was bedeuten die Bilder in der, in, in, in der Bibel, im Alten Testament zunächst einmal. <laughs> Weil da ist immer wieder die Rede vom Vernichten, Vernichten, Vernichten. Also wenn man, man kann verschiedenes, man kann natürlich sehr die schönen Passagen herausholen. Wo, wo etwas Neues hereinkommt und etwas äh, Wertvolles, Neues, Lebendiges geschaffen wird. Aber im Grunde, wenn man das Alte Testament, vor allem die, die, die fünf Bücher Moses, aber auch dann später liest, dann sind sehr, sehr viele Kapitel drinnen, wo es immer wieder um Vernichtung der Feinde geht. Also, wenn man jetzt böswillig ist, kann man das die Bibel, das Alte Testament lesen als Buch zur Kriegshetze. Und dazu kommt noch, dass tatsächlich ja solche Vernichtungskriege auch wirklich stattgefunden haben. Und, und dass sie eigentlich immer wieder darauf hinausliefen, auf einen Versuch, andere Volksgruppen, andere Völker als Ganzes möglichst gleich zu vernichten. Und das zieht sich tatsächlich also durch die Menschheitsgeschichte durch. Das, da kann man schon in die atlantische Zeit zurückgehen. Schon dort <laughs> findet es statt, bis dann glücklich der Homo sapiens als der einzige überbleibt und alle anderen Kandidaten, die in der Menschwerdung drin waren, einfach ausgerottet worden sind. Teilweise wirklich brutal durch Kämpfe, teilweise so, dass. Dass halt ihnen die Lebensgrundlagen einfach entzogen wurden. Ist heute halt die mildere Art, aber ob sie jetzt durch Krieg oder durch Verhungern oder sowas aussterben, ist, ist halt auch die Frage, was, was das Schönere ist. Aber die Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tage war von Anfang an nicht friedlich. Vom, vom ersten Moment, wo. Wenn man es jetzt äußerlich nehmen würde, aber ihr wisst aus den vergangenen Vorträgen, dass es nicht äußerlich zu nehmen ist, die Geschichte mit Kein und Abel, also der erste Brudermord, wie es so schön heißt. Da war der Mensch noch gar nicht in irgendeiner körperlichen Gestalt vorhanden, die man irgendwie mit unserer vergleichen konnte, sondern da lebte der Mensch noch im Erdenumkreis, im weitesten Erdenumkreis oben. Aber da ist schon diese Trennung da und die Trennung, lag daran, dass es eigentlich geht um, den, um die Auseinandersetzung des höheren Ich mit dem niederen Ich. Des wirklichen Ich, des schöpferischen Ich mit dem Ego unten. Nachsatz aber, das Ego wird gebraucht. Das Ego wird gebraucht, um die, um die Erde... In die man absteigt, hinuntersteigt, um die umzugestalten. Also, das heißt, wir werden auch jetzt, wenn unsere Aufgabe ist, die Erde umzugestalten, in gewisser Weise die Ego-Kräfte auch brauchen. Das sind die Kräfte, die, uns, die, die notwendig sind, um hier in der äußeren Welt zu agieren. Und, und auch das habe ich schon öfter erzählt. Ja, wie schaut es aus mit dem Egoismus? Je engherziger der Egoismus ist, desto schlimmer ist er eigentlich. In gewisser Weise. Also wenn ich nur auf mich selbst schaue und mir alle anderen Menschen gleichgültig sind, dann, dann ist es in gewisser Weise das Schlimmste, was ein Mensch sich selbst antun kann. Weil damit, wenn er es wirklich konsequent weiterführt, schneidet er sich völlig von seinem höheren Ich ab. Und das heißt aber nichts anderes, dass er sagt, ich gehe in das Reich hin, wo ich das nicht, sowieso nicht brauchen kann. Ich verbinde mich mit den soratischen Wesenheiten. Gehe in ihr Reich hinein, verzichte auf alles, was an Möglichkeit zur Freiheit in mir liegt, aber ich bin dort in dem Reich ein Mordstrom großes Ego. Also das heißt, eine, eine führende Größe dort drinnen in dem Räderwerk dieser soratischen Welt. Also das heißt, ein Mensch, der nur auf sich selbst bezogen ist und mit anderen Menschen Kontakt nur hat, um sie für seine Zwecke zu nützen im Grunde, dass sie letztlich ihm dienen, seinen Interessen dienen, dann ist es der beste Weg, dorthin zu gehen. Das ist einer der möglichen Wege, mit denen man... Mit Sicherheit sich an das Reich der Widersacher anschließt. Dazu muss man nicht einmal besondere schwarzmagische Verrichtungen machen. Also ist nur tatsächlich, in Wahrheit ist es nicht so einfach, weil das schafft fast niemand. Es schafft fast niemand, nur egoistisch zu sein. Es ist gar nicht so leicht. Weil Ego hat ja auch den, den Drang, wie soll ich sagen, sich die Welt ja dienstbar zu machen, sie sich einzuverleiben sozusagen, also zu ihrem zu machen. Das ist meins, das gehört mir. Und wenn man es wegnimmt, tut es mir aber weh. Dann habe ich mich zumindest mit dem, mit, und sei es nur eine Sache. Das heißt, nur irgendeine blöde Sache, ja, von mir aus ein Edelstein oder, oder irgendeine nette Erinnerung oder so, irgendwer nimmt mir es weg oder ruiniert es. Und dann tut es mir weh. Das heißt, dann habe ich mich aber zumindest mit der Sache schon verbunden. Und wirklich sich nur auf sich selbst als Ego zu konzentrieren, heißt. Ich würde mir alles zwar heranraffen wollen, alles einspannen, nur zu meinen Diensten, aber ich hänge überhaupt nicht dran. Das heißt, wenn es zerstört ist, ist es zerstört, ist es weg. Betrifft mich nicht. Überhaupt nicht. Also, das heißt, ich, ich kriege den neuen Porsche sowieso irgendwo und wenn er hin ist, ist er hin. Ganz egal. Dann ist mein Ego da und ich schaue, dass ich wieder den nächsten krieg. Aber dann würde ich keine Momente an bewusst, jetzt so, so eine tote Sache gewählt. Und, und erst recht halt auch in der Begegnung mit Menschen, ich dürfte nichts für einen anderen Menschen empfinden, nichts empfinden dabei, wenn, wenn der Mensch mich stehen lässt und weggeht. Dann müsste ich sagen: Ja, okay. Und das mit jedem. Das ist schwerer durchzuziehen, als man glaubt. In Wahrheit. Aber das ist ein Extrem, was passieren könnte. Und damit wird aber jegliche Schöpferkraft erlahmen. Ein Mensch, der nur aus dem Ego heraus lebt, wenn man das jetzt einmal theoretisch annehmen wollte, der nicht die Fähigkeit hat, sich selbstlos zu verschenken, selbstlos im Sinn, ich gebe etwas von mir weg. Aus meinem tiefsten, innersten Kern heraus gebe ich es weg und erhebe keinen Anspruch mehr darauf, sondern stelle es den anderen zur Verfügung, also der Welt zur Verfügung von mir aus. Das, das heißt, aus dem Ich heraus schaffen. Also, das ist ein kleines Beispiel, ich mache die Vorträge, wenn er draußen ist, ist er draußen und der gehört mir nicht mehr. Er hat eigentlich mit mir nichts mehr zu tun. Er ist etwas, was in die Welt hinausgegangen ist und dort hoffentlich eine anregende Wirkung da dort entfaltet. Aber es hat eigentlich mit mir nichts mehr zu tun. Nichts mehr. Es ist nicht mehr meines. Ich meine, man könnte jetzt so sagen: Gut, ich behalte mal vor, dass jetzt kein Blödsinn damit angestellt wird oder Ding, aber eigentlich nicht einmal das. Es ist etwas, was weg ist. Es ist, ist im Übrigen ein äh, Punkt, wo in der Zukunft sich sehr viel ändern wird müssen, äh, auch im rechtlichen Sinn mit dem Begriff Urheberrecht. Das Urheberrecht ist etwas, was ins freie Geistesleben fällt. Und da muss es die Möglichkeit geben, dass ein Mensch aber das, was er schafft, in Freiheit der Welt schenkt. Aber funktionieren kann das natürlich nur, wenn aus der Welt etwas zurückkommt, was ihm hilft, überhaupt schöpferisch tätig sein zu können. Das heißt, er muss von irgendwas leben, er muss die Bedingungen haben, um überhaupt schenken zu können, weil er muss leben können auf Erden. Einfach. Also da muss so ein Kreislauf entstehen. Das war ein bisschen die, die Hauptintention von Frau mit seiner Ansprache. Also es geht bitte nicht nur um, um meine Spenden, sondern es geht, die, die ihr mir zukommen lasst, sondern es geht um ein geistiges Grundprinzip, das dahinter ist. Wie kann das sein, dass, dass eine, ein freies Geistesleben entsteht, wo die Menschen die Möglichkeit haben, einander zu beschenken? Und so zu beschenken, dass man an das Verschenkte nicht mehr den geringsten Anspruch stellen muss. Weil solange ich noch die Hand drauf habe, solange habe ich es noch nicht losgelassen, wirklich. Jetzt äh, gibt es natürlich Übergangsstufen. Also jetzt ist, ist ein, ein Mensch, der eine Fabrik aufbaut und sagt, ich leite jetzt diese Fabrik dann wird er, solange er wirklich diese Fabrik leitet und das ist eben auch eine schöpferische Tätigkeit mit der Sache verbunden sein und wird dann mit Recht sagen, ja, aber ich mache es, ich entscheide. Letzte Entscheidung ist von mir, was passiert, wo der Weg hingeht. Aber irgendwann muss es losgelassen werden an einen anderen Menschen bei dem man das Vertrauen hat, dass er die Fähigkeit hat, das weiterzuführen in seiner Art, in seiner Art weiterzuführen. Das heißt, man braucht dann auch natürlich einen guten Blick dafür. Ja, wer kann denn das machen? Es sind eben dann nicht notwendigerweise zum Beispiel die eigenen Kinder, die, dass man sagt, ja, du übernimmst die Firma. Das kann sein, muss aber überhaupt nicht sein. Also auch da muss, muss eine, eine Freiheit hineinkommen. Jemand, der entsprechende geistige Fähigkeiten hat, die eben zu diesem Betrieb dazu passen, der ist prädestiniert dazu, ihn weiterzuführen. Ganz einfach. Und, und das heißt, im, im Grunde kann das nur dadurch funktionieren, dass eben... Ein Mensch, sei es jetzt die eigenen Kinder oder vielleicht ganz wer Fremder, hineinwächst in den Betrieb und mit der Zeit wird der, der Betriebsleiter, der Besitzer, wie auch immer man es nennt, also der kreative Geist, der dahinter steht, weil in Wahrheit wirklich jedes, jedes Unternehmen, egal wie klein oder groß es ist, entsteht aus einer geistigen Idee heraus, die dahinter steckt. Die kann oft sehr korrumpiert sein und alles Mögliche. Aber in jedem Betrieb, also ein Betrieb ist was, was dem Wirtschaftsleben eigentlich angehört. Aber es könnte nicht existieren, ohne dass nicht ein geistiger Impuls drinnen ist. Und der kommt aus dem Geistesleben, aus dem freien Geistesleben. Das heißt, der, der Kapitalist, wie Rudolf Steiner oft sagt, der wirkliche Kapitalist ist der, der die Ideen bringt. Das Kapital. Ist das, was aus dem Geistigen kommt. Und das realisiert sich halt dann, indem die, die Firma Dienstleistungen, Produkte zur Verfügung stellt, die mit denen andere Menschen etwas tun können, wie auch immer. Aber die Quelle ist ursprünglich etwas Geistiges. Und, und das heißt, jeder Betrieb, der im Sinne eines wirklich sozialen Lebens ist, braucht diese geistige Quelle. Und es braucht auch, wieder da, ein Gespür dafür, wann etwas nicht mehr gebraucht wird. Also, das heißt, und das wird auch immer mehr sein, dass Betriebe entstehen, aber auch wieder vergehen werden. Und sie nicht daran klammern, wie, wie existiere ich weiter, wenn das längst nicht mehr gebraucht wird. Man kann sich ein Einzelnes bewahren, aber die Welt ändert sich und sie ändert sich immer schneller. Und natürlich kann das auch in dem Sinn sein, dass, dass eben eine Verwandlung passiert. Also muss eine Firma deswegen nicht zugrunde gehen. Aber dann muss sie bereit sein, sich weiterzuentwickeln, zu was anderem zu entwickeln. Ist es ist also eigentlich was Hochspannendes. Daher, dass, dass im, im Kern, was im Wirtschaftsleben drinnen lebt, da lebt absolut Geist drinnen. Und, und dort wird, werden die Ideen, werden die schöpferischen Impulse hereingeleitet und sie, sie führen dann eben zu dem, was aber auch hier einen Wert, auch einen in Geld bezahlbaren Wert im äußeren Dasein hat. Und das ist aber ein, einfach nur, äh, das Geld ist eine Maßzahl dafür, für das Maß eigentlich des Geistigen, das da reinkommt. In Wahrheit. In Wahrheit. Und nämlich, oder um es genauer zu sagen, weil das Geistige kann man natürlich nicht in Zahlen fassen, aber es ist eine Maßzahl für das, wie es in der Welt gebraucht wird. Sagen wir es einmal so: dafür ist es eine Maßzahl. Ja, also da muss eine Entwicklung drinnen sein. Und, und die Entwicklung kommt eben nur aus der Liebe heraus, weil Liebe ist das Schöpferische. Noch einmal unterstrichen. Liebe ist nicht ein mehr oder weniger sentimentales Gefühl oder sowas. Gefühle begleiten es natürlich, aber im Kern ist es... Ist es ist es Schaffenskraft. Es kommt aus dem höchsten Geistigen, also beim Menschen aus unserem Ich heraus, geht ins Seelische hinein, geht in die Lebenskräfte hinein, realisiert sich unter Umständen bis ins Physische hinein. Dann produziere ich irgendwas, was draußen da ist. Aber dort geht es hinein. Und daher ist das Wichtige, dass im Grunde in jedes, Produkt auch was in der wirtschaft hergestellt wird eigentlich diese liebe hinein müsste das heißt die wirkliche gesinnung die dahinter stehen müsste braucht die welt das was kann ich tun um die welt zu verbessern um, 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 um eine basis zu schaffen dass andere menschen leben können davon dass sie ihre schöpferischen kräfte, Entfalten können? Wie kann ich das unterstützen? Das heißt, wie mache ich meine Landwirtschaft zum Beispiel? Weil Nahrungsmittel sind einmal ein Grundbedürfnis für alle Menschen. Wie, wie mache ich das, dass die Menschen am besten gefördert werden, ihre geistigen Kräfte zu entfalten? Das müsste eigentlich hinein. Da sind wir noch weit entfernt davon. Es wird auch sicher nicht in den nächsten 2000 Jahren noch kommen. Es wird, wenn es gut läuft, in der nächsten Kulturepoche kommen. Und dort irgendwo mittendrin. Und da wird es aber eine Polarisierung geben, wahrscheinlich. Also, was heißt wahrscheinlich? Mit einer ziemlichen Sicherheit äh, zwischen Betrieben, die ganz. Oder wirtschaftlichen Bestrebungen, die ganz im Egoismus drinnen sind und ihn nicht nur als notwendiges, als notwendiges Werkzeug benutzen. Und es wird andere geben, die eben aus diesem Liebeprinzip heraus funktionieren. Und zwar ganz konkret, das hat jetzt nichts mit einem sentimentalen Gefühl zu tun, überhaupt nichts. Da geht es nicht darum, ich unbe ach, was tue ich nicht alles für die Welt. Da ist es schön, schau, die Menschen freuen sich. Das allein ist es noch nicht, sondern es, es heißt, die Bedürfnisse der Menschen erkennen und mit meinen schöpferischen Kräften das, was möglich ist zu tun, um ihnen die Möglichkeit zu geben, gute Dinge zu haben, die ihnen im Leben weiterhelfen. Von der Nahrung angefangen, über die Bekleidung, über alles. Auch über die ganze Technik. Wenn man auch noch äh, intensiv darüber sprechen müssen, weil, weil ja das ganze Thema Transhumanismus und, und Mensch und Maschine und, und so ein Thema ist. Und äh, in, in gewisser Weise könnte man sagen, dass Rudolf Steiner der, der erste und größte Transhumanist ist. Aber in einem viel, viel weiteren Sinn. In einem viel, viel weiteren Sinn. Weil. Das Wesen des Menschen ist, wenn er überhaupt Mensch sein will, besteht er darin, in jedem Moment über das, was er ist, hinauszuste hinauszusteigen, darüber hinauszuwachsen. Das heißt, der Mensch ist immer, immer von allem Anfang an auf dem Schritt zum Transhumanen. Das heißt, über das, was er heute ist, ist der Morgen hinaus oder könnte es sein. Das ist einmal die geistige Bedeutung des Ganzen. Aber, und da wird es jetzt noch, noch spannender, ich habe das eher schon ein paar Mal angedeutet, Rudolf Steiner sagt auch, wir müssen die ganze Erde umarbeiten, wir müssen das gesamte Mineralreich, das gesamte, das gesamte Mineralreich bis zum Erdkern hinunter. Wie das zu tun ist, ist eine ganz andere Frage. Aber das gesamte Mineralreich muss umgewandelt werden. Und das heißt, es wird in gewisser Weise die ganze Erde von einem Naturprodukt, also zu einer natürlichen, aus einer natürlichen schöpfung wie sie entstanden ist wird sie zu einem kunstwerk werden das der mensch geschaffen hat mit hilfe der, der ganzen geistigen wesenheiten natürlich also alleine kann man das nicht schaffen aber nur eben die richtung wo es hingeht die ideen sozusagen wo es hingeht, ich sage jetzt bewusst die Ideen, die schöpferischen Einfälle, wo es hingehen soll, die müssen vom Menschen kommen. Ansonsten hat die Erde in, in Wahrheit keine Zukunft, keine wirkliche Zukunft. Es würde dann eine Entwicklung abreißen in Wahrheit. Also die Erde muss umgestaltet werden und der Mensch wird sich immer mehr mit dem dadurch aber auch Verbinden. Gerade das wird der Punkt, wird der Weg sein oder einer der wichtigen Stationen sein, wodurch wir über unsere körperliche Existenz im engeren Sinn hinauskommen. Das heißt, wir lösen die Verbindung zu dem kleinen Körper, den wir haben, und verbinden uns aber geistig mit der ganzen Erde. Das heißt, wir schweben dann in Schweben. Natürlich nicht so. Aber wir leben in, 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 in der größeren Erdensphäre, also zunächst einmal wirklich im Bereich bis zur Mondensphäre hinauf, in der werden wir uns sehr stark dann bewegen. Und von dort aus verbinden wir uns aber mit der ganzen Erde und gestalten sie weiter. Also die große Umgestaltung der Erde wird passieren dann. Dann überhaupt erst, wenn wir nicht mehr verkörpert sind. Also, das heißt, ihr dürft nicht denken, dass das jetzt, dass man jetzt schon grübeln muss, bitte, wie bohre ich jetzt hinein in den Erdkern, um den umzugestalten? Wie soll das funktionieren? Das wird, wird schwierig werden. Also, die größte Umgestaltung der Erde liegt erst in der Zeit, wo wir nicht mehr verkörpert sind. So wie wir jetzt schon mehr eigentlich umgestalten an der Erde, wenn wir im Leben zwischen Tod und neuer Geburt sind, als wenn wir auf Erden verkörpert sind. Hier ist eigentlich eher, äh, wie soll ich sagen, die Lernphase, die Probierphase und vor allem kennenlernen, wie ist denn diese, diese Erde. Sie einmal von außen sehen zu lernen. Das, das brauchen wir, um dann ein Bewusstsein zu haben, ein genügendes Bewusstsein zu haben, um von der geistigen Seite her verwandelt zu wirken, von, von außen sozusagen. Aber wir müssen es da vorbereiten, indem wir uns einmal mit der äußeren Natur auseinandersetzen. Indem wir Technik bauen. Auch, auch das. Nur Technik wirklich so verstanden, wie es dem Namen eigentlich entspricht, es kommt ja aus dem Griechischen, Techne. Heißt so viel wie Kunsthandwerk, Kunstfertigkeit. Also man könnte auch sagen, ja, die Griechen, die Griechen haben einmal einen ersten Schritt versucht. eh gleich ganz in die richtige Richtung, die waren auch Transhumanisten, im Übrigen sozusagen so gesehen. In den Statuen, die sie geschaffen haben, haben sie den idealen Menschen hingestellt. Den gibt es eigentlich gar nicht in körperlicher Gestalt, aber sie haben das Idealbild hingestellt. Das ganz reine, ebenmäßige Idealbild. Und sie haben es bis in den härtesten Stoff hinein, dieses Bild hineingemeißelt. Das ist zunächst einmal nur, nur ein Bild, aber wir werden das alles weitertreiben. Es wird weitergehen. Es wird weitergehen. Und Ich glaube, ich habe das eh schon in früheren Vorträgen erwähnt. Ich meine, dort, wo der Mensch die Erde betritt, und zwar betritt jetzt in wirklich der Gestalt, wie wir sie heute haben, oder annähernd in der Gestalt. Also, also in, wenn wir in die atlantische Zeit zurückgehen, da, da kann man irgendwo sagen, in der späteren atlantischen Zeit erscheinen wir dann einmal in so einen Körper, der ungefähr mal Dementsprechend Homo sapiens nicht gleich am Anfang, da gibt es noch alle möglichen sogenannten Hominiden, wie man es nennt, also menschenähnliche, menschenartige Dinge. Neandertaler zum Beispiel als, als bekanntes Beispiel ist, ist auch eine relative Spätform sogar schon. Übrigens interessanterweise mit einem größeren Gehirn sogar als der Homo sapiens. Allerdings mit einer fliehenden Stirn, stärker fliehenden Stirn als der Homo sapiens. Wir haben ein sehr sehr ausgeprägtes Vorderhirn. Der, der Neandertaler hat andere Gehirnbereiche größer entwickelt. Was so viel heißt, dass er mehr mit unterbewussteren Kräften arbeitet. Weil gerade also was mit dem, mit dem Vorderhirn bei uns zusammenhängt, das ist am meisten heute ein Spiegel für unser Bewusstsein. Das Gehirn ist. Ein Bewusstseinsinstrument, nichts anderes. Wir denken nicht mit dem Hirn, aber wir brauchen es als Spiegel, um als irdischer Mensch zu wissen überhaupt, dass wir denken. Sonst wissen wir es gar nicht. Und in den meisten Bereichen wissen wir es jetzt noch immer nicht. Weil was sich alles in unserem Organismus abspielt, damit wir überhaupt leben können, atmen können und sonst was, davon kriegen wir noch gar nichts bewusst mit. Nichts noch. Wir kriegen also so ein Futzel mit, wir bilden uns auf unser Bewusstsein, unser Tagesbewusstsein so viel ein, aber es ist so winzig, so, so winzig. Und im Übrigen ein Nebenprodukt aber davon ist, wir bauen ständig an unserem Gehirn, ohne dass wir es wissen. Wir basteln ununterbrochen herum. Jedes Mal, wenn wir, und das tun wir den ganzen Tag zumindest und in der Nacht tun wir es dann auch noch ein bisschen. Aber wir bauen an unserem Gehirn mit jedem Gedanken, den wir denken. Alles, was wir da, da heraufspiegeln, dieser Spiegel ist nicht so wie ein Spiegel, der an der Wand hängt, der sich nicht verändert, sondern es ist ein Spiegel, der sich dauernd verändert, indem wir ihn gebrauchen. Indem wir uns, das heißt unsere geistige Tätigkeit, anschauen in dem Spiegel, verändern und gestalten wir den Spiegel ununterbrochen. Ununterbrochen. Also, da arbeiten wir auch bis ins Kleinste eigentlich hinein. Und ununterbrochen ändern sich da Nervenverbindungen. Und äh, weil wir jetzt schon beim Thema Transhumanismus und so weiter sind, sind wir gleich beim Thema künstliche Intelligenz. Genau das, was wir mit unserem Gehirn jetzt schon die längste Zeit machen, indem wir denken, versuchen wir jetzt nach außen zu setzen. In Form der künstlichen Intelligenz. Das armt in, im Wesentlichen heute die meisten künstlichen Intelligenzen beruhen auf dem Prinzip, dass man künstliche neuronale Netze gestaltet und die trainiert mit unserem Denken. Und die dann neue Verbindungen bilden in gewisser Weise auch. Allerdings ist es nicht so, dass heute halt dort auch Nerven wachsen in der künstlichen Intelligenz? Es wird softwaremäßig, also mit dem Computer, simuliert. Aber es entstehen dauernd neue Verbindungen, könnte man sagen, oder neue Gewichtungen dieser künstlichen Nervenverbindungen, die da sind. Aber die gibt es nicht wirklich physisch, sondern die werden mit der Software simuliert. Aber dort spiegeln wir unser Denken hinein. Das ist genau das, was wir machen. Und das ist so ein erster Versuch, also unser Denken hineinzuspiegeln, ja, in die, bis in die toteste Materie. Aber letztlich geht es darum, dass die ganze Erde durch das umgestaltet wird. Alles, alles. Jetzt fangen wir mit dem Primitivsten davon an, im Grunde. Aber es wird weitergehen. Es wird die ganze Erde etwas anderes werden. Und es wird aber nur gelingen, wenn wir die Liebe haben. Und die Liebe hat halt wirklich verschiedenste Stufen. Platon beschreibt es so schön. Der Platon unterscheidet einmal so im, im Groben überhaupt damit drei verschiedene Stufen der Liebe. Die, die erste, die bekannteste, ist, ist Eros, also die erotische Liebe im weitesten Sinn. Das ist schon ein sehr, sehr weit gestreutes Feld und, und sowieso hat immer ein Vorthema im Hintergrund da. Aber es ist wenn man es genauer nimmt, also die, die Liebe, die sich ja wohl verbindet mit, mit dem anderen, aber vor allem einmal auch damit verbindet, ja wie geht es mir dabei? Es ist die Art der Liebe, die auch im, im, im allerweitesten Sinn genommen mit dem Sinnlichen zusammenhängt. Es hängt zusammen seelisch gesehen mit der Empfindungsseele. Es geht darum, ich empfinde den Anderen und empfinde mich am Anderen. Das, das ist irgendwo da, in dem ich sage, also ich begehre dich zum Beispiel, also wo das drinnen ist. Das kann man aber natürlich auch Dingen gegenüber, gegenüber haben, also ich kann mir mit schönen Gegenständen aus dieser Empfindung heraus, aus dieser ästhetischen Empfindung heraus verbinden. Ich meine, durchaus, also so eine Beziehung zu einem Kunstwerk kann was eigentlich sehr Erotisches auch sein. Im, im weitesten Sinne genommen. Aber es ist wirklich genau auf der gleichen Ebene. Und, und natürlich, äh, ja, auch, auch bei, den, bei, den, bei den Griechen oder bei den Malern, wenn man es nimmt, also wenn sie darstellen, die menschliche Gestalt. Noch no haben die Bilder was Erotisches oder nicht? Viele. Aber dahinter steckt eigentlich sich verbinden mit dieser menschlichen Gestalt. Liebe zu dieser menschlichen Gestalt, wie sie sich sinnlich in höchster Schönheit darbietet. Und das kann man aber jetzt, jetzt erweitern. Es ist, ist genauso gegenüber sonst etwas in der Natur. Kann ich genau diese Art von Liebe auch dazu haben. Kann ich zu allem. Aber es ist eine Liebe, die immer mit dem Begehren auch verbunden ist. Also auf der erotischen Ebene ist es immer auch mit dem Begehren, äh, das, ja, sich zu verbinden, es mir anzueignen. es zu mir zu nehmen. Das ist, ist, ist eine Form der Liebe, die noch weniger das hat, sich verschenken, als vielmehr sich etwas zu nehmen von draußen. Ist aber, ist aber die eine nötige Vorstufe für alles Spätere auch. Da muss man sehen, da schenkt die Natur eigentlich sehr viel, da schenkt die geistige Welt das Göttliche. Dass die Natur geschaffen hat, auch die Menschengestalt geschaffen hat. Weil woher kommt der schöne Körper? Ja, weil Gott ihn so geschaffen hat oder die geistige Welt ihn so geschaffen hat, über einen, über einen langen Evolutionsprozess. Und muss ich auch gleich dazu sagen, also wenn ich sage, Gott hat es geschaffen, dann ist das aber ein langer Prozess, an dem aber immer auch schon mitbeteiligt war. Ab dem ersten Moment, wo es heißt, lasst uns den Menschen schaffen nach unserem Bilde, womit der Ich-Funke eigentlich gezündet wird, ab dem Moment ist der Mensch selber mitbeteiligt, an allem mitbeteiligt. Wir haben nicht einfach nur einen fertigen Körper bekommen, den uns der liebe Gott gegeben hat, in dem wir drin sitzen, sondern Begonnen hat die eigentliche Schöpfung damit, dass dieser Ich-Funke gezündet wurde, das Opfer der Elohim, etwas aus ihrem Wesen herzuschenken, sich selbst zu verschenken. Und daraus ist der Mensch entstanden, das ist der Kern davon. Und an allem, was weiter passiert, sind wir schon mitbeteiligt. Weil da ist das Ich, das zunächst einmal sich selbst immer wieder schafft. Gut, das ist der innerste Kern irgendwo. Aber es beginnt daraus, sein seelisches Selbst zu schaffen. Und dann natürlich noch mit höherer Hilfe beginnt es, die Lebenskräfte in denen zu gestalten, sie zu individualisieren. Das geht letztlich bis ins Physische hinein. Wir sind mit dabei. Wir sind mitbeteiligt dabei. Also äh, ist ja zwar natürlich sehr sinnlich plastisch im Übrigen gestaltet, ihr kennt dieses äh, berühmte Bild von Michelangelo, Adam und der Liebe Gott, wo da die Berührung stattfindet, wo sozusagen der schöpferische Funke überspringt. Das ist eigentlich damit gemeint. In Wahrheit ist das ist wie ein Lichtbogen der zündet sozusagen und da geht eine eine ja, welt und menschenschaffende kraft auf den menschen über ganz klein noch ganz winzig natürlich aber das spielt eine rolle durch die ganze entwicklung und, und daher an dem dass wir so in der Gestalt jetzt auf Erden stehen, wie wir jetzt auf Erden stehen, daran sind wir mitbeteiligt, ganz wesentlich. Also man darf sich nicht jetzt denken, der liebe Gott hatte also schon längst in der Schublade das Bild, also so wird der Mensch ausschauen, nämlich so wie wir heute heute ausschauen. Sondern dass wir so aussehen, daran sind wir selber mitbeteiligt. Als Menschengestalt im Allgemeinen, wie vor allem dann natürlich auch im Individuellen. Die Individuellen aus davon. Und ja, also dieses, diese erste Stufe der Liebe, die. Erotische Liebe, wenn man so will, also Eros. Und wird ja wunderschön beschrieben im Alten Testament. Ich glaube, ich hole es da vor, da, da finde ich es schneller. Ihr kennt wahrscheinlich nämlich an das Hohe Lied Salomons. Also das, Lied der, das hohe Lied der Liebe. Es ist ziemlich ziemlich lang. Es ist, wird heute in acht Kapitel aufgeteilt. Man muss dazu sagen, im Originaltext gibt es keine Einteilung in Kapitel. Es gibt zwar verschiedene Bücher, aber dann geht der Text eigentlich durch. Also die Gliederung in Kapitel ist eigentlich erst viel später gekommen. Aber. Es zeigt auch, wie hier das Prinzip der Liebe, es ist wirklich gemeint, die, die höchste Form der Liebe in Wahrheit im Hintergrund. Aber in welches Bild kleidet sie sich? Es, sie kleidet sich in ein, in ein Bild, das der Zeit der Empfindungsseele entspricht. Und dann hören wir uns einmal die, die, die Variante an, wie die, wie die ist. Also zumindest so, so einzelne Abschnitte davon. Ich, ich will nicht das Ganze lesen, sonst wird es eine Lesung heute und kein Vortrag. Aber einzelne Abschnitte. Also da ist es jetzt die Übersetzung von Luther, mal, die ich habe. Also das hohe Lied Salomos oder auch hohes Lied genannt, Martin Luther nennt es auch hohes Lied, in einem Wort durchgeschrieben, das hohe Lied Salomos. Er küsste mich mit dem Kusse seines Mundes. Ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein, köstlich riechen deine Salben, dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, so wollen wir laufen. Der König führt mich in seine Kammer, wir wollen uns freuen und fröhlich sein über dich, wir preisen deine Liebe mehr als den Wein, mit Recht lieben sie dich. Ich bin schwarz und gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Teppiche Salomos. Seht mich nicht an, dass ich so schwarz bin, denn die Sonne hat mich so verbrannt. Meiner Mutter Söhne zürnten mit mir. Sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Gut, das geht jetzt zur Geschichte weiter. Ich, ich springe ein bisschen, es sollen nur so ein paar so Impressionen sein. Zweites Kapitel. Ich bin eine Blume in charon eine Rose im Tal, wie eine Rose unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Freund unter den Jünglingen. Unter seinem Schatten zu sitzen begehre ich, und seine Frucht ist, mein Gaum, ist meinem Gaumen süß. Er führt mich in den Weinkeller, und die Liebe ist sein Zeichen über mir. Und so weiter und so weiter. Drittes Kapitel. Des Nachts auf meinem Lager suche ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen auf den Gassen und Straßen und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, bis ich ihn brachte in meiner Mutter Haus, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hinden auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt noch stört, bis es ihr selbst gefällt. Wer ist die, die heraufsteigt aus der Wüste wie eine Rauchsäule, wie der Duft von Myrwe, Weihrauch und aller Gewürze des Krämers? Siehe, in das Bett Salomos, Stehen sechzig starke von den Starken in Israel. Alle halten sie Schwerter und sind geübt im Kampf. Ein jeder hat sein Schwert an der Hüfte gegen die Schrecken der Nacht. Der König Salomo ließ sich eine Sänfte machen aus Holz vom Libanon. Ihre Säulen machte aus Silber, die Decke aus Gold, der Sitz purpurn, das Innere geziert mit Edelsteinen. Ihr Töchter Jerusalems kommt heraus und seht, ihr Töchter zieh uns den König Salomo mit der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat am Tage seiner Hochzeit, am Tage der Freude seines Herzens. Noch ein kleines Stückel. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead, Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme kommen. Alle haben sie Zwillinge und es fehlt keiner unter ihnen. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur und dein Mund ist lieblich. Deine Schläfen sind hinter deinem Schleier wie eine Scheibe vom Granatapfel. Dein Hals ist wie der Turm Davids, mit Brustwehr gebaut, an der tausend Schilde hangen, alle Köcher der Starken. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge einer Gazelle, die unter den Lotusblüten weiden. Bis es Tag wird und die Schatten schwinden, will ich zum Myrrenberge gehen und zum Weihrauchhügel. Du bist schön, ganz wunderschön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Jetzt, das wird die Beatrice freuen, wenn sie das hört aus dem Tante, Komm mit mir, meine Braut, vom Libanon, komm mit mir vom Libanon, steig herab von der Höhe des Amana, von der Höhe des Senir, Hermon, von den Wohnungen der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut, du hast mir das Herz genommen, mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit einer einzigen Kette an deinem Hals. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, liebe Braut. Köstlicher als Wein ist deine Liebe, und der Geruch deiner Salben, übertrifft alle Gewürze. Von deinen Lippen, meine Braut, träufelt Honigseim. Honig und Milch sind unter deiner Zunge, und der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon. Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester, liebe Braut, ein verschlossener Garten, ein versiegelter Born. Du bist wie ein Lustgarten, von Granatäpfeln, mit edlen Früchten, Zypernblumen, mit Narden, Narde und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe, mit allen feinen Gewürzen, ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendiger Wasser, die vom Libanon fließen, steh auf Nordwind! Und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, dass der Duft seiner Gewürze ströme. Mein Freund, komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Ja, und so weiter, und so weiter. Wir sind jetzt erst im vierten Kapitel gewesen. Es geht jetzt bis ins achte Kapitel hinein. Ja. Schau mal, ein kleines Stückel vielleicht aus dem achten Kapitel, dass wir zum Ende kommen. Ihr könnt es alles lesen, also wenn, wenn ihr Lutherbibel oder auch Einheitsbibel oder sonstiges habt, dort steht es überall in sehr ähnlicher Übersetzung drinnen. Also achtes Kapitel. O, dass du mein Bruder wärest, der an meiner Mutter Brüste gesogen, fände ich dich draußen. So wollte ich dich küssen und niemand dürfte mich schelten. Ich wollte dich führen, in meiner führen und in meiner Mutter bringen, in die Kammer derer, die mich gebar. Du, da wollte ich dich tränken mit gewürztem Wein und mit dem Most meiner Granatäpfel. Seine linke liege unter meinem Haupt und seine rechte herzt mich. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Wer ist sie, die heraufsteigt aus der Wüste, an ihren Freund gelehnt? Und unter dem Apfelbaum weckte ich dich, wo deine Mutter dich empfing, wo in Wehen kam, die dich gebar. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten. Unsere Schwester ist klein und hat keine Brüste. Was sollen wir mit unserer Schwester tun, wenn man um sie werben wird? Ist sie eine Mauer, so wollen wir ein silbernes Bollwerk daraus bauen. Ist sie eine Tür, so wollen wir sie sichern mit Zedernbohlen. Ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da bin ich geworden in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Salomo hat einen Weinberg zu Baal Harmon, den gab er den Wächtern, für seine Frucht zahlte er ein jeder tausend Silberstücke. Mein eigener Weinberg liegt vor mir. Die tausend lasse ich dir, Salomo, und zweihundert den Wächtern seiner Früchte. Die du wohnst in den Gärten, lass mich deine Stimme hören. Die Gefährten lauschen dir. Flieh, mein Freund. Sei wie eine Gazelle oder wie ein junger Hirsch auf den Balsambergen. So bissl einfach ein bisschen einfacher Eindruck, wie, wie, diese, wie diese Geschichte läuft. Also in solchen Bildern läuft das. Aber was ist in Wahrheit gemeint damit? Was steckt eigentlich dahinter? Dahinter steckt die Beschreibung eines Einweihungsweges, könnte man sagen. Ich habe darum bewusst die Passage mit dem Totenreich und so weiter gelesen. Es ist nur so ein Splitter davon. Es ist sehr verdeckt natürlich. Aber es geht ja um die Liebesbeziehung zwischen dem Geist und der Seele. Oder dem Ich. Und der Seele. Um diese Verbindung geht es. Die wird eigentlich geschildert hier in diesen Bildern, die halt ganz aus der sinnlichen Welt genommen sind und, und äh, ebenso, wie man sie auf der Ebene der Seele fühlen kann, wie man es erleben kann. Und, aber in Wahrheit geht es darum, wie kann das geistige zeugend werden im seelischen das heißt im seelischen etwas ganz neues erschaffen das steckt da schon dahinter da steckt es schon dahinter aber es geht geht um die liebe des geistes zu seiner seele und umgekehrt das steckt dahinter und Das ist der Prozess, der wichtigste Prozess eigentlich während der ganzen Menschheitsgeschichte, um das es geht. Aus, aus dem heraus ist überhaupt erst die Empfindungsseele entstanden. Erinnern wir uns zurück, wann entsteht denn die Empfindungsseele? Und mit der Empfindungsseele eine Bewusstseinsform, die... Nein, in die wir es zumindest heute noch hineinfühlen können, sehr gut. Weil alles, was vorher liegt, in Wahrheit in das fällt uns wahnsinnig schwer. Die Empfindungsseele entsteht in der ägyptischen Zeit. Vorher hatte der Mensch sie nicht. Er hatte zwar einen Astralleib, er hatte ein starkes geistiges Erleben, er war mit seinem Bewusstsein eigentlich noch vor allem in der geistigen Welt drinnen. Also in der urindischen Zeit, urindische Kultur, das ist also die Kultur nach dem Ende der Eiszeit, also wenn die eiszeitlichen Überflutungen zurückgehen, fängt die urindische Kultur an und. Eine Mehrheit der Menschheit lebt noch immer ganz stark im geistigen Drinnen und hat noch kaum ein wirkliches Bewusstsein für sich selbst. Sie, die Menschheit hat zu der Zeit noch nicht diese Innerlichkeit, die wir heute kennen. Er erlebt was seelisch natürlich, aber er lebt in der Weltseele eigentlich drinnen. Noch. Er hat zwar seinen eigenen Astralleib, aber dieser Astralleib reicht erstens nur sehr, sehr weit über seinen, seinen Leib hinaus. Also die Aura der Menschen war damals viel größer noch als unsere heutige. Und er lebt mit der Seele draußen. Nicht in einer eigenen, wirklichen Innenwelt. Die gibt es zu der Zeit noch gar nicht. Kann man sich gar nicht vorstellen. So wie man sich kaum vorstellen kann, dass Engel... Das nicht haben. Wenn Sie, wenn Engel, wir haben das die letzten Male schon geschildert, wenn Sie sich auf sich selbst zurückziehen, kommt Geisterfüllung. Und von sich selber wissen Sie gar nichts. Und aus dieser Geisterfüllung entwickeln Sie die Kraft, etwas zu schaffen draußen in der Welt. Und in dem Schaffensprozess, wenn Sie nach außen gehen, erleben Sie sich selbst. Dann haben Sie aber nicht mehr dieses Innenleben, sondern erleben Sie sich an dem, was Sie draußen schaffen. Und die Menschheit ein bis hinein, durchaus in die äh, urindische Zeit hinein, teilweise noch hinein sogar in die in die Urpersische Zeit hinein, also wo der Gegensatz aber entsteht zwischen Licht und Finsternis, haben in gewisser Weise viel ähnlicher empfunden den Engelwesenheiten, als wie wir heute empfinden. Wo wir das Gefühl haben, ja, ich sitze da irgendwo in mir drin, in meinem Körper drinnen und, und da erlebe ich mich, da bin ich bei mir. Das kannten die Menschen damals nicht. Also in der, in der urindischen Zeit noch nicht wirklich. In der urpersischen Zeit fängt ein bisschen sowas an. Aber erst in der ägyptischen Zeit, und das ist auch die Zeit, wo wir die, die Schilderungen, also da jetzt mit dem Salomon zum Beispiel haben, das, das fällt also alles noch in die... Zwar Spätphase, spätere Phase, aber in die, in die ägyptische Kulturepoche hinein aber da geht es um die Empfindungsseele. Und, und gerade dieses Hohelied Salomons ist, wie soll ich sagen, so ein sehr reifes Bild dafür zu schildern, wie diese Empfindungsseele gestaltet wird. Aus dem Geist heraus. Aus der Ehe, aus der Verbindung des Geistes mit der werdenden Seele, könnte man sagen. Weil im Grunde. Im vor der ägyptischen Zeit war es noch Astralleib einfach. Noch nicht Seele. Noch nicht wirklich. Seele beginnt mit der Empfindung Seele und das ist die, die ägyptische Zeit. Vorher gibt es es nicht wirklich. Ganz streng, wenn man es nimmt, muss man sagen, es wurde schon vorher vorbereitet, auch schon in der atlantischen Zeit, aber äh, sogar selbst noch, noch viel, viel früheren Zeiten. Aber das sind erst Vorbereitungen, wo der Mensch das noch nicht wirklich so erleben konnte, wie, wie es jetzt beginnt in der ägyptischen Zeit. Also dieses, dieses Erleben der Innerlichkeit. Also es ist ein weiter Weg bis, bis diese Innerlichkeit, die wir... Heute kennen, noch kennen, weil wir bis an im Moment sehr sehr in der Gefahr, dass das austrocknet drinnen. Also zum Beispiel dieser Reichtum des seelischen Erlebens, das in der ägyptischen Zeit da war, im Übrigen noch, auch da noch ganz stark. Äh, vieles noch draußen erlebt wurde aber jetzt im sinnlichen schon draußen also empfindungsseele ist ja auch die die wir zur bewussten wahrnehmung brauchen irgendwie uns mit der welt draußen zu verbinden also die empfindungsseele in der ägyptischen zeit ist selbst dort noch nicht diese innerlichkeit wie wir sie heute kennen ein alter ägypter hätte nicht so so jetzt will mir mal eine stunde hinsetzen und über mein leben nachdenken Warum bin ich überhaupt auf der Welt oder irgend sowas oder, oder was soll ich denn tun jetzt im, mit meinem Leben? Wie soll ich es gestalten? Undenkbar in der ägyptischen Zeit. In, in gewisser Weise selbst undenkbar für den Pharao. Weil der Pharao hatte, wenn er die ganzen Einweihungsschritte durchgemacht hat und weil er durch seine früheren Erdenleben darauf vorbereitet war, <laughs> einmal die Möglichkeit oder, oder die Fähigkeit, dass er höhere geistige Wesenheiten in ihn hereinwirken konnten. Das war mal das Erste. Und dann konnte er diese Impulse, die, die aus, von den höheren geistigen Wesenheiten kamen, umsetzen in, ja, In ein Erleben, das sogar beim, beim Pharao schon in eine gedankliche Ordnung hineingeht. Damit fängt ein erstes Ich-Bewusstsein an, aber er weiß immer, wem er es zu verdanken hat, nämlich der Wesenheit, die von oben kommt. Und das, das was da hereinkommt, ist jetzt geeignet, der äußeren Welt eine Ordnung zu geben, sie zu ordnen. Das war die große Kunst der Ägypter, dass sie anfangen, äh, Geometrie zu treiben, und zwar ganz praktisch, indem sie ihre Architektur bauen, indem sie ihre Felder äh, begrenzen. Geometrie, Erdvermessung, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem fängt es nämlich an. Also die, die und, und, und der Pharao war aber der, der das hereinholen konnte der war eigentlich der, der, das, der den überblick zumindest haben konnte. es gab natürlich dann noch andere eingeweihte, die seine berater waren. es gab die, die priesterschaft, die, die herum war. aber gemeinsam war eine, eine einweihung in das denken. erreicht aber erst in der späten der in Ägyptischen Zeit, also namentlich mit einem Höhepunkt, äh, mit so einem ersten großen Aufblitzen bei Echnaton, wo man ja dann sieht, wie, wie die ganzen Figuren, die ganze Kunst plötzlich anders ist. Also, wo so, so ja geradezu Persönliches dargestellt wird, wäre vorher völlig undenkbar gewesen. Aber da erwacht, einmal in einem einzelnen Pharao so der Impuls, ich bin ein Ich-Wesen. Und, und meine Gattin ist auch den Authoritäter ist auch ein Ich-Wesen. Dort erst kommt, kommt erstmals so etwas wie ein wirkliches Selbstbewusstsein im heutigen Sinn zustande. Alles, was vorher ist, ist noch ganz anders. Und da entsteht erstmals das, was man sagt, das ist mein Innenleben. Vorher, und das geht weit, weit noch dann bei den meisten Menschen darüber hinaus, ja, sie haben jetzt Empfindungsseele, aber mit der Empfindungsseele lebe ich draußen, in der sinnlichen Welt draußen. Und im Grunde alles, was mich seelisch betrifft, Brauche ich draußen dargestellt? Ich habe das schon mal erwähnt mit den Klageweibern zum Beispiel. Es stirbt jemand und jetzt muss ich trauern. Aber das, diese Trauer war damals anders. Sie musste draußen wirklich arrangiert werden, indem dort jetzt Menschen sind, die Klageweiber oder sonst was, die, die heulen oder sonst was, weinen. Alle diese Dinge, weil der Mensch es von sich heraus nicht konnte. Er konnte es nicht. Auch das wirkliche Lachen und das Weinen musste der Mensch erst lernen. Das sind so typisch menschliche Eigenschaften. Und äh, Rudolf Steiner hat gerade ja einige Vorträge gemacht, weil auch über das Lachen und Weinen war das erwähnt, dass das also so ganz... Ganz eine menschliche Fähigkeit ist, dass Tiere es im eigentlichen Sinn nicht können. Man kann zwar sagen, eine Katze natürlich grinst irgendwo ein Ding, aber das ist, ist, ist jetzt mehr, was wir da hineinlegen in das Bild. Katzen haben, wie höhere Tiere überhaupt haben, auch etwas Empfindungssälen. Empfindung seelenhaftes. Tiere haben auch eine Seele, namentlich die höheren. Astralisches haben alle, aber, aber auch was Seelenhaftes haben höhere Tiere. Aber es ist eine Empfindung seele, die ganz draußen lebt. Und das mitlebt und das in ihrer Mimik vielleicht auch eh wenig, die da ist, aber viel mehr mit ihrer ganzen Körperbewegung oder so ausdrückt. Was es seelisch in seiner Umgebung erlebt. Da ist eigentlich überhaupt nichts. Ein Tier, mit ganz wenigen Ausnahmen, wir haben gesprochen über Delfine zum Beispiel oder, oder höhere Menschenaffen oder sowas, haben einen, einen, einen gewissen Anflug davon. Aber in, in der Regel, ein Tier weiß nichts von sich, ich, ich bin kein Ich-Wesen. Wenn man davon gesprochen ist, ist der einzige Moment, wo es passiert, ist der Todesmoment. Und am stärksten dort, wo ein Beutetier vom Jäger gerissen wird, in diesem plötzlichen Moment, wo dieses Sterben in einem Moment passiert, so wie aus heiterem Himmel herauf, wo, wo sozusagen <laughs> dieses seelische, dieses Astralische des Tieres herausgeschleudert wird in einem Moment, und, und wo mit einer gewaltigen Kraft äh, zerreißt, also diese Verbindung mit dem physisch-ätherischen Leib. Da ist es zumindest also bei Säugetieren so, dass das da ein Ich-Bewusstsein aufflammt, für einen Moment. Und sogar, ich habe das in einem der letzten Vorträge erwähnt, sogar dieses äh, äh, Raubtier, also der, der Jäger, das miterlebt diesen großen Moment miterlebt. Ist also was ganz Gigantisches. Ist, ist eine unheimlich weise Einrichtung in der Natur, weil jetzt könnten viele sagen, äh, ja, wieso hat denn der liebe Gott die Welt so eingerichtet, dass da äh, die einen die anderen fressen müssen? Ist doch schrecklich irgendwo. Aus der heutigen Sentimentalität heraus denkt man, es ist ja was Furchtbares. Es ist eines der großartigsten Dinge, die es gibt in der Natur draußen. Für die Zukunft wird alles anders werden wie das. Es ist ein anderes Kapitel. Aber in die Vergangenheit zurückblicke, ist das für die Entwicklung des Seelischen, auch für die Entwicklung der Gruppenseele dieser Tiere, die jetzt betroffen sind etwas ganz, ganz Großartiges, dass es dieses Verhältnis von Jäger und Beute gibt. Und das ja unter Umständen auch ja ein Raubtier irgendwann einmal Beute von einem anderen Raubtier werden kann. Es ist nicht gesagt, dass das nicht abpassiert, passiert, aber das, das sind Impulse wo eben auch in die Gruppenseele der Tiere bereits ein, erster, ein erstes Aufblitzen von diesem individuell Ich-Haften herauskommt. Ein erstes Aufblitzen von dem. Das ist was ganz, was Großartiges. Und das ist etwas, äh, sage ich jetzt als Ergänzung dazu. Was auch die eiszeitlichen Jäger erlebt haben. Oder die steinzeitlichen Jäger, wie man will. Also, wenn man zurückgeht also in die Zeit noch vor 20.000, 30.000 Jahren, man nimmt also die, 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 die Höhlen von Lascaux oder wo es diese Felsenbilder auch gibt, die werden ja so zurückdatiert auf etwa vor 30.000 Jahren ungefähr. Und übrigens teilweise sehr naturalistisch anmutende, Darstellungen, trotzdem wird immer ganz fehl gehen, wenn man denkt, die haben die Welt echt schon genauso erlebt wie wir. Stimmt nicht. Sie haben gelernt, die ersten Schritte gemacht, in, in, sie haben begonnen, zart begonnen, sinnlich zu sehen, so wie wir die ersten Schritte. Wir haben sie erst gelernt an den Zeichnungen und an der Zeichnung lernen sie es. Nicht so wie wir heute. Wir denken, gut, ich schaue mir jetzt das Tier draußen an und das merke ich mir, oder von mir aus, also wenn ihr Glück habe, bleibt es eh dort so stehen. Ist bei einer Herde, die vorbeiläuft, ein bisschen schwierig, aber, aber gut, und jetzt male ich es nach dem Modell ab. Nein, die Aufgabe dieser Zeichnungen hatte ganz neben vielen anderen Aufgaben die Aufgabe überhaupt seh, bewusst sehen zu lernen. Bewusst sehen zu lernen. Sie konnten nicht das Tier schon sehen, das Beutetier, und es dann abmalen oder aus der Erinnerung malen, sondern indem sie es gemalt haben, indem sie diese Tätigkeit gemacht haben, haben Sie die ersten Schritte gemacht, überhaupt die äußeren Tiere sehen zu können? Und die kam bei Ihnen noch gar nicht, also wirklich zu, sehr weit. Das sind die ersten Ansätze, aber es sind die Übungen dazu. Ich meine, so wie heute jedes kleine Kind lernt so sehen. Es zeichnet heute halt nicht mit den Stiften, ja, in, in später Ding, ja, wenn es die ersten Zeichnungen macht, aber noch vorher lernt mit den Augen zeichnen. Weil, und wir, wir zeichnen heute immer noch. Wir würden nichts sehen, wenn wir unterbrochen mit den Augen malen würden. Wir tasten ununterbrochen mit unseren Blicken die Welt ab und machen daraus eine sinnvolle Zeichnung. Wir zeichnen die Welt. Kann man wunderschön zeigen, ja, das geht ganz leicht. Da wird ein kleines Spiegelchen am, am Auge befestigt, der ganz winzig ist, das reflektieren kann. Und dann wird mit einem, einem fein, ganz feinen Lichtstrahl, die wird abgelenkt und dann kann man, kann man verfolgen die Blickbewegungen, die das Auge macht. Man kann es heute auch mit, mit Kamera's im Übrigen, mit Hochgeschwindigkeitskameras kann man es auch machen und stark vergrößern. Aber dann sieht man, das, was ich betrachte, zeichne ich. Also ganz typisch, wenn ich ein Gesicht anschaue, dann, dann ist es sehr interessant. Also die Nasenpartie, die Augen und Ding. Da, da schauen wir ununterbrochen, bewegen sich die Augen hin und her, Da Rest schon weniger. Außer vielleicht, wenn da tolles Haar ist oder so, dann fange ich vielleicht dort auch mehr zu zeichnen an. Aber wir malen die Welt. Und so sehen wir sie. Das heißt, wir lernen es an der Welt draußen, lernen das, das Kind sehen und irgendwann einmal lernt es das Verinnerlichen und dann kann es sie also irgendwann einmal oder können wir Menschen überhaupt uns eine Vorstellung machen von etwas. Das heißt, ich kann die Augen zumachen und ich stelle es mir jetzt nur vor. Und kann das innerlich irgendwo fassen, mit welcher Intensität oder nicht ist es eh sehr, sehr unterschiedlich. Und so hat man in der Zeit der Empfindungssäle an der Außenwelt gelernt erst und um das dann allmählich, allmählich zu verinnerlichen und sozusagen sich innerlich die Vorstellung auch bilden zu können, das Erlebnis überhaupt hineinzuziehen und zu trennen zwischen dem, was draußen ist und was innen ist. Vorher sind wir mit unserem Astralleib eingetaucht in das Astralische, was um uns herum ist, und haben uns eigentlich draußen erlebt, nur eben nicht als Ich, sondern wir waren verbunden. Und wenn es damals ein Mensch so aussprechen hätte, kann ich sagen, wo ist deine Seele? Da. Dort, überall da. Aber sicher nicht da. Da ist ein Holarraum oder irgend, irgendwas. Nichts. Sondern da draußen ist meine Seele. Bei den Naturvölkern war das immer ganz stark. Sie sind mit ihrer Seele draußen. Überall dort draußen. Keine Idee davon, dass die drinnen da ist. Und äh, geht eben hinein, weit in die ägyptische Zeit, weit in die Zeit Salomons hinein, weit in die Zeit äh, des Alten Testaments auch hinein und Es war auch das Erlebnis, ja, selbst nehmen wir jetzt an, es ist also sowas Kriegerisches. Wir haben gesagt, das sind so viele kriegerische Schilderungen und da ist viel Leid und natürlich wie mit jedem Krieg verbunden, aber das war anders damals, als es heute erlebt wurde. Ganz anders. Es war natürlich ein starkes Erlebnis, aber es war nicht drinnen, es war draußen. Man hat es draußen erlebt. Man hat es erlebt als Leiden des Volkes, gar nicht als, als individuelles Leiden noch. Und es war daher ganz gleichgültig, ob ich jetzt eine Verletzung in dem Kampf erleide oder irgendwer anderer von meinem Volk, von meinem Stamm, von meiner Familie. Da war es das Prinzip der Blutrache. Weil wenn einer aus meinem Stamm... Verletzt wird, getötet wird oder was, dann ist es ja ein immenses Leid, das aber alle empfinden, gemeinsam. Das hat nichts mit, mit dem eigentlichen Schmerzempfinden zu tun. Und, und auch das Schmerzempfinden der, der Menschen war ja im, im Übrigen ganz anders als das Schmerzempfinden, was jetzt sozusagen nur den eigenen Körper betrifft. Viel schmerzlicher war zu sehen, es wird meinem Volk Schaden getan, meiner Familie, meinem Stamm wird Schaden getan. Das war viel ärger, als wenn ich jetzt pss, ein Schwert habe und, und hackt mir die Hand ab. Das ist eine Kleinigkeit gegenüber dem, was, was passiert, wenn ich sehe, einer von, von meinem Stamm wird verletzt, wird getötet. Das ist viel schlimmer. Also ein ganz anderes Erleben. Also das ist das Stadium der, der Empfindungsseele. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Können wir ein Stückchen weiter schauen. Wie schaut es im Zeitalter der Verstandesseele aus? In die ja dann das Erdenleben des Christus auch fällt. Also, ein bisschen was haben wir ja schon besprochen, also zumindest was die Liebe betrifft, die unser Thema ist. Also, der Platon, der ja noch vor der Zeitenwende lebt, äh, schildert diese drei Formen der Liebe. Also, die, die erotische Liebe, wenn man so will, den Eros. Es gibt dann die Freundesliebe, Philia die aber auch die Liebe zum Beispiel zur Philosophie sein kann, Philosophie, da ist sie drin und die höchste, höchste Form, die aber eben auch schon kennt und das ist eigentlich schon ein vorgriff auf unsere Kulturepoche, Agape, also die selbstlose Liebe, wo, wo ich eigentlich in gewisser Weise wieder... Loslasse von meiner Befindlichkeit. Weil in der selbstlosen Liebe geht es eben nicht darum, ach, ich liebe dich, ich bin erfüllt von Gefühlen und sie wühlen in mir und sie bewegen sich in mir und, und mir wird heiß und kalt und Ding, das ist es eigentlich gar nicht. Das ist das Stadium der Empfindungsseele. Bis zu einem gewissen Grad auch noch der Verstand der Seele, da geht es mit, aber, aber bei Agape ist es vollkommen weg. Es ist, es ist eine höhere Form, eigentlich eine, die schon sehr, sehr schwer zu beschreiben ist. Weil es ist jedenfalls also eine, eine Liebe, eine Verbindung mit dem anderen. die in der völligen Hingabe an den anderen besteht. Das heißt, ich tauche mit meinem Bewusstsein ein eigentlich in den anderen. Es ist eigentlich der Moment der, der Intuition. Es hat nichts mit meiner Befindlichkeit zu tun, sondern ich verbinde mich mit dem anderen, nehme das mit, verbinde mich wieder, indem ich ihm etwas schenke. Und so geht es hin und her. Ein wechselseitiges Beschenken kommt dann, dann heraus. Aber, aber und zwar eines Geschenkes, jetzt Geistiges geht nicht um irgendwas Äußeres, überhaupt nicht. Sondern ich schenke etwas von, von aus meiner schöpferisch-geistigen Tätigkeit schenke ich ihm etwas, einen seelischen Impuls jetzt, der seinem Wesen entspricht, sodass er ihn nehmen kann. Hoffentlich. Und ich habe aber auch kein Problem damit, wenn er es nicht nimmt, dann ist es eben so. Also, es ist auch die Selbstlosigkeit, dass ich nicht erwarte, dass das Geschenk angenommen wird. Ich hoffe es und hoffe damit etwas beitragen zu können, aber ich fordere es nicht und ich erwarte es nicht einmal. Ist schwierig, ist schwierig. Weil ihr wisst, wir wissen immer besser bei den anderen, was ihnen alles gut tut, und wir beschenken sie ununterbrochen mit guten Ratschlägen. Und sind dann unter Umständen sogar irritiert: Ja, ich habe das ja eh schon fünfmal gesagt. Wenn du es nicht glaubst, dann bist du ja selber schuld. Nein. Ich muss es ganz frei lassen schenken. Und hoffen, dass es ein Impuls ist, mit dem er was anfangen kann. Und wenn er nichts damit anfangen kann, dann habe ich vielleicht was falsch gemacht. Ich muss es jedenfalls zur Kenntnis nehmen. Und äh, also die schlimmste Art der Beschenkung ist die Zwangsbeglückung. Sozusagen. Also, da passiert sehr viel Ungutes auch. In, in allen Richtungen. Also, diese höchste Form der Liebe, Agape, ist so selbstlos, dass sie zwar so eintaucht in den anderen und ihn versucht, so kennenzulernen, dass dass ich aus meiner Kraft heraus versuche etwas zu finden, was genau ein Impuls für ihn sein kann, aber was auch völlig loslässt und sagt nimm oder nimm nicht. In dem Moment, wo es drängt den anderen, ist es schlecht. Äh, äh, <laughs> Ich meine, äh, sicher, ich mein, Eltern haben am Anfang einmal sicher die Aufgabe, Kinder zu erziehen und ihnen eine Richtung zu geben, solange sie selber nicht aus der Freiheit heraus agieren können. Aber man muss sie dorthin führen. Also, man kann nicht sagen, ja gut, du holst mir zu, so, ist ja wurscht, dann fall halt aus dem Fenster und dann bist halt tot, macht man auch nichts. Das, das darf es natürlich nicht sein. Aber. aber es geht darum daher, also dass, dass ich das bis zu dem Zeitpunkt im Grunde, wo der Mensch selber über sich entscheiden kann, muss er gewisse Leitung geben. Das, das sollte aber immer freilassender werden. Das heißt, Erziehung von der ersten Minute an im Grunde ist eine Erziehung oder sollte es sein hin zur Freiheit. Und das heißt, ein immer mehr... Loslassen, immer weniger mit Gewalt sozusagen oder mit Druck von außen zu, zu agieren und, und letztlich fixe Regeln aufzustellen, nach auf denen es laufen muss, weil das ist ja im Grunde schon Gewalt antun. Aber am Anfang braucht es noch gewisse Regeln, weil der Astrallab halt noch sehr unerfahren ist und, und die Widersacher schlafen wir nicht, also die, die stürzen sich da auf, das muss man sehen, also, also muss man noch eine gewisse Zeit zumindest an der Seite des Kindes kämpfen und ihnen die Widersacher ein bisschen vom Leibe halten, dass es nicht so stark wird. Aber dann ist Zeit loszulassen, komplett loszulassen und nicht die Menschen dann äh, bis von der Wiege bis zur Barwe sozusagen zwangs zu erziehen und im, im, besten, im besten meinen im besten glauben und, und ich sage das ganz dezidiert auch bezüglich der Anthroposophie es also, wäre jetzt da so viel Quatsch und, und wenn äh, wer glaubt ich möchte irgendjemand dorthin drängen da ist es heil den Weg musst du gehen das ist der beste Weg zum Geistigen für mich ist er es und wahrscheinlich für, für euch, die ja da mit dabei seid und zuhört, auch. Aber es muss so freilassend sein, dass, dass ich nur sagen kann, das ist das, was Rudolf Steiner gegeben hat, mit dem ich mich verbunden habe, weil ich es nehmen konnte und ich versuche es weiterzugeben. Aber ich bin niemand böse oder enttäuscht oder sonst was, wenn wer sagt, na so ein Blödsinn mit dem fange ich überhaupt nichts an. Kann ich nicht brauchen. Ich kann das gut verstehen. Viele Menschen können es auch in ihrem Leben nicht brauchen. Nicht jeder kann es brauchen. Ich meine, es gibt, aber auch schon öfter darüber gesprochen, genug Menschen, die heute gerade vor der Notwendigkeit stehen, ganz ins Materialistische einzutauchen, weil jeder Mensch, manche haben es zum Glück schon in einer früheren Zeit durchgemacht, aber jeder braucht wenigstens eine Inkarnation, wo er so ins Materielle gebunden ist, dass er das Geistige nicht sieht, nicht daran glaubt, völlig sich distanziert davon. Das ist der notwendige Schritt, um wirklich aus Freiheit ans Geistige heranzukommen. Aus Freiheit von jedem Glauben im alten Sinne, nämlich ich kann es zwar nicht beurteilen, aber der Weise hat mir es gesagt, ich glaube daran, weil ich daran glauben will und weil es mir gut tut oder sonst was. Jeder Mensch muss diese Einsamkeit, diese Gottverlassenheit erlebt haben in einer Inkarnation. Sonst keine Freiheit. Ist nicht, ist nicht möglich. Ist absolut nicht möglich. Und das heißt also, wenn ich jetzt wem die Anthroposophie oder was anderes aufschwarzen will, Buddhismus oder, oder dieses oder jenes, was auch immer, und der braucht gerade in der Inkarnation des. Das alles einmal loszuwerden und dazustehen, wie soll ich sagen, nackt und bloß, kein Geistiges, das mich schützt, nichts. Nichts. Und in der, in der Wüste lernt aber, sich auf sich selbst zu stellen. Und dann, ja, vielleicht am Ende seines Lebens oder überhaupt erst in der, in, in der nächsten Inkarnation, gerade dadurch ganz stark den Christus. In sich zu erfahren. Weil es bleibt ihm nämlich nichts anderes übrig, als sich auf sein eigenes Ich zu stellen, auf nichts anderes. Auf nichts anderes. Und im Grunde ist das jetzt in unserem zeitalter eigentlich die notwendige Grundlage, dass wir bis zum Ende dieser Bewusstseinsseelenzeitalter. Zeit jedenfalls dorthin kommen, dass wir sagen, worauf können wir uns stellen? Auf unser Ich. Und mit dem Ich ist der Christus verbunden. Aber eben nicht im Sinne, ja, lieber Christus, mach du für mich, sondern die Kraft liegt in dem, was vom Ich ausstrahlt. Dort liegt die Richtung, dort geht der Weg hin. Und wenn das einer größeren Zahl von Menschen gelingen wird und dieses Vertrauen zum eigenen Ich auch indem man selber lebt, wie soll ich sagen, auszustrahlen auf die anderen, wer ein Mensch, dem man ansieht oder wo man spürt, Mensch, der steht aber voll auf seinem Ich irgendwo, selbst wenn ihn schwere Zeiten treffen. Er braucht nicht 100, ja, sicher im Äußeren braucht man vielleicht eine Hilfe, aber, aber es geht darum, seelisch durchzugehen. Der findet diese Kraftquelle in sich. Dann, dann ist er aber damit auch ein wirksames Vorbild für die anderen. Und dort müssen wir hinkommen. In dieser, in dieser Kulturepoche jedenfalls. Dann werden wir wirklich das Göttliche erst in uns gefunden haben. Weil ein Mensch, der es von außen sucht, und wir müssen es viele noch heute von, von außen suchen, äh, hat nicht genügend Vertrauen, dass die Gotteskraft in ihm ist. Er hat noch nicht die Sicherheit. Er braucht noch, dass ihm es jemand von außen erzählt. Von außen sagt, von außen bekräftigt. Das ist, ist nichts Schlechtes, dazu haben wir die Kirchen, wenn sie gut funktionieren. Dann kommt es, ist halt da besser, dort weniger gut. Aber es gibt genug auch ehrliche Bestrebungen. Es sind vielleicht nicht die Kirchen, aber die einzelnen Priester können es sein. Einzelne von mir aus drinnen sein, wurscht wo. Und sei es im Buddhismus, sei es sonst wo, sei es im Islam, gibt es genug. Die auch. Also wir müssen wir aufpassen, dass wir nicht nur das heute oft negative Bild des Islam haben, das, das halt bei uns jetzt verbreitet ist. Also ja, gibt auch dort sehr, sehr, sehr positive Be Bestrebungen auch drinnen. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Und. Und äh, Islam hat eine ganz schwierige Rolle ja eigentlich in der Menschheitsgeschichte, weil sie auch die Aufgabe hatten in Wahrheit, uns den Materialismus zu bringen. Der kommt sehr stark von dort. Wie überhaupt der Materialismus aus den Religionen entspringt. Die, die, die christliche Religion hat auch mit viel dazu beigetragen. Also Materialismus, überhaupt das. Dass dann das materialistische Zeitalter mit der Neuzeit dann immer mehr angebrochen ist, ist ein Verdienst der Kirche. Von niemand anderem. Und, und äh, ganz besonders, und das kann jetzt noch paradoxer wirken, eine große Rolle spielen dabei die Franziskaner. Und der Franziskus ist doch der, der mit der ganzen Liebe und Ding in der Natur gegenüber und in dem allen drinnen liegt. Und die ganzen naturwissenschaftlichen Universitäten sind aus Franziskanerklostern entstanden. Der Ursprung der materialistischen Naturwissenschaft im heutigen Sinn liegt in den Franziskanerklostern. Klöstern. Dort ist es drinnen. Also das ist manchmal paradox scheinbar. Aber ohne dass es wahrscheinlich die einzelnen Mönche alles sich dessen so bewusst waren, aber es, es hat etwas damit zu tun, dass, dass man diese sich aufs Ich stellen können, Daher erst wirklich die Liebe entwickeln zu können, weil ohne ganz auf dem Ich zu stehen, geht das eigentlich nicht. Jedenfalls nicht diese höchste Form der Liebe, die wirklich schöpferisch ist. Um das überhaupt entwickeln zu können, muss man durch den Materialismus durch. Man muss, es geht, kein Mensch kann das wirklich schaffen, wenn er nicht eine Inkarnation hatte, wo er von allen guten Geistern verlassen ist. Wo er, ja, vielleicht bis ins dritte Lebensjahr wirkt natürlich noch nach die Erinnerung an die geistige Welt, aber wo wirklich der große Moment des Erwachens des Ich ist, ist ja eigentlich nicht der, ah, ich, das Ich, geistige Welt. Na, das Erwachen des Ich, das erste Erwachen ist, ich bin da und die Welt ist dort. Und die ist was anderes als ich. Ich bin was anderes als alles, was da draußen ist. Das ist eigentlich genau der Moment, wo, wenn das beim Kind passiert, einmal das erste Mal, wo einmal gerade die, die Engelwesenheiten, die, die geistigen Wesen überhaupt, das vorher Kind immer noch erlebt, auch wenn es es nicht ausspricht, vielleicht wo das weggefegt ist. Der Moment des Ich-Erlebens ist nicht der, ich, ich spüre meinen Schutzengel oder sowas, sondern wo gottes das Weg weg ist. Sondern ich stehe da und ich bin was anderes als die ganze restliche Welt. Das ist das starke Erleben, das drinnen ist. Und im Großen heißt es, eine materialistische Inkarnation durchmachen. Dann gehe mein ganzes Leben so durch. Ab dem dritten etwa Lebensjahr, wo das Kommen aus der geistigen Welt halt noch da war, das Nacherleben, aber wo das weggewischt ist, bis zum letzten Moment, ja, vielleicht wirklich bis zum Tod hin, und dann im Moment des Todes das große Aufleuchten zu sehen, der geistigen Seite des Ich-Bewusstseins, ist nämlich dann stärker. Also, gerade dann besonders stark, wenn, wenn jemand ganz da, im, und zwar ehrlich im Materialistischen, wirklich ehrlich drinnen war. Es gibt viel unehrliche Materialisten, die, die, die schwindeln ein bisschen. So, nicht zur Not wenn mit doch in der Kirche, aber weiß ja doch nicht, und, und ich gehe eh brav in die Messe, und ich glaube auch. Aber ich glaube es, weil ich es so gern hätte, dass das nach dem Tod irgendwie gut weiter, halbwegs gut weitergeht. Der, das ist aber unehrlich. In Wahrheit ist es unehrlich. Ich meine, die ja, ich möchte sagen, heroische Heldentat ist die zu sagen: Gut, ich lebe bis zum Tod und ich gehe davon aus, dann ist nichts mehr, dann ist finster, Ende. Ich rechne mit meiner eigenen Zerstörung im Grunde. Dem schaue ich ins Auge. Das, das durchzumachen, das ist, ist, ist wichtig in einem Leben. Dann ist man darüber weg, weil dann, dann ist also gerade dieses, dieses Erlebnis also so nachdrücklich, dass man in der nächsten Inkarnation sich sehr wohl erinnern kann dass man im Geistigen war. Schaut es ganz anders aus. Und wir sind, so gesehen, von der Menschheit hergenommen, sind noch nicht so viele Menschen wirklich ganz auf diesen Nullpunkt angekommen, in Wahrheit. Sondern sie haben immer noch Glaubensreste aus der Vergangenheit, mit denen sie sich darüber retten. Und über das müssen wir halt irgendwo drüber kommen, irgendwo. Und daher ist, ist es wichtig, dass... Und, und das macht halt die Anthroposophie, dass sie ein. Weg zum Geistigen gibt, der wenigstens also mit dem äh, klaren Bewusstsein nachvollziehbar ist. Es ist nicht ein bloßer Glaube, um den es geht, sondern es ist ein Wissen, das man sich aneignen kann. Und ein Wissen, das man jetzt natürlich, solange ich selber keine geistige Erfahrung habe, kann ich es noch nicht sagen, es ist wirklich so, aber ich kann es verstehen, ich kann sagen, das macht Sinn und ich kann das Leben, auch das äußere Leben beobachten und sagen, aha, ja, das macht aber Sinn irgendwo. Das ist nicht einfach bloßer Glaube, sondern das hat etwas, was ich geistig bewusst nachvollziehen kann. Und wenn ich das tue, wird, wird der Effekt sein, dass ich dann, wenn ich wirklich hinübergehe, oder vielleicht sogar schon früher, dieses geistige Erleben selber kommen auch. Aber mit dem vollen, wachen Ich-Bewusstsein, das zuerst einmal durch den Nullpunkt durchgegangen ist. Und das heißt also, gerade die, die ehrliche Materialisten sind, die sagen wirklich, ich habe den Mut, mich auf das zu stellen und ich bin halt von mir aus überzeugt, nach dem Tod zerbröseli ich heute halt und aus, das war's. Und um da durchzugehen, die werden die Ersten sein, die in der nächsten Inkarnation von Anfang an Anhang zum Geistigen haben werden. Bei denen wird besonders stärker das Licht im Moment des Todes aufleuchten. Mehr als bei denen, die die sie nur durchschmuggeln irgendwo, Und, aber auch mehr als bei denen, die von den Widersachern in andere Richtungen gezogen sind. Ich, ich, ich spreche von den Menschen, die sie eben wirklich wagen, sich ganz auf ihr Ich zu stellen. Ja. Wir sind schon wieder drüber. Da, ich lese es, Jetzt ist auch schon wurscht, die zehn Minuten darüber. Ich lese euch noch vor, was ich vorhatte, eben aus der Zeit der Verstandesseele. Da gibt es nämlich auch ein Hohelied der Liebe. Ihr werdet es wahrscheinlich, es ist also, ich nehme an, einig, um einiges bekannter als das Hohelied Salomos, nämlich so vom Wortlaut her. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse, und alle Erkenntnis, und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, und ließe meinen Leib verbrennen, und hätte die Liebe nicht, so wäre mirs nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und ich dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 1. Korintherbrief von Paulus. Kein Kommentar dazu. Das nächste Mal. Und da werden wir dann auch denke ich, es schaffen, zum Elia zu kommen, der unser eigentliches Thema war. Aber mir war es einfach irgendwie wichtig, das heute einzuschieben. Mir ist im Nachhinein noch sehr deutlich bewusst geworden, dass die Sachen, die ich das letzte Mal gelesen habe, mit diesen ganzen kriegerischen Sachen auch, und das alles im Namen des Herrn, auf den Befehl des Herrn, wo man doch sagt, Gott ist Liebe. Und Jahwe in dem Fall, also der Herr, aber auch, wie es in der Übersetzung heißt, befiehlt also die Ausrottung eines ganzen Volkes. Wie passt das alles zusammen? Und wenn ich annehmen, Jahwe, das ist aber doch zumindest das Spiegelbild des herabsteigenden Christus. Also wie passt das alles? Ich glaube, dazu war es notwendig, ein bisschen über die Liebe zu reden. In diesem Sinne werden wir das nächste Mal weiter tun. Ich danke euch. So. Das hohe Lied, Dank, danke Gerne. Für das hohe Lied des Salomon. Das war so schön klangvoll. Hat so schön geklungen. Das ist ja, das ist sehr, sehr poetisch. Das ist gar keine Frage. Ich die Seele an. <laughs> ja, genau. Hallo, ihr Lieben. Ach, leichte Rückkopplung. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Das war eine richtige Seelenmassage. <laughs> fein, fein. Ich glaube, es war notwendig einfach. Vielen ja, Vielen Dank beim Dabeisein im Livestream. Bis Und zum Dankeschön. nächsten Mal. Danke schön. Gerne. Papa. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Nacht. Gute Tschüss. Nacht, Papa. So. Wir machen jetzt da